Freunde, mich hat ein Paket erreicht von der New GmbH, was relativ schwer ist, relativ groß ist und ich relativ überrascht war. Und wenn wir da jetzt mal reingucken, den ersten seht ihr schon, aber holy fuck, Digga, was ist da denn passiert? Das sind ja 18.000 Köpfe oder so. Ich wusste nicht, dass das kommt. Ich war sehr überrascht. Und vor allem war ich überrascht direkt von dem ersten Kopf, der hier oben drauf liegt. Und zwar sieht der so aus. Und da steht Mixology. Und wir haben sogar noch, da nochmal Cosmo Bowl. Hier oben sieht man schon, was Phase ist. Und hier ist auch noch ein kompletter Text drauf. The Cosmo Bowl Mixology. Hookah Bowl is a perfect choice for Mixology lovers. Wenn ihr es weiterlesen wollt, einmal Pause drücken. Aber im Grunde ist das nichts anderes als ein Köpfchen, das mit so vier Separatoren im Depot kommt, um dann wohl möglichst gut fürs Mixen zu sein. Also falls jemand präzise seinen Freunden exakte Mixologies vorgeben möchte, könnte das ganz interessant sein. Plus, das sieht mal nach einem interessanten Funnel von Cosmo aus, weil der andere Funnel, den wir von Cosmo hatten, das war einfach nur ein Tabakgrab. Und hier steht drauf, soll 15 bis 20 Gramm Tabak verbrauchen. Ich glaube, ich persönlich werde da auch eher so bei 20 rauskommen, aber sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Dann haben wir noch was besonderes. Oh Gott, das fällt fast raus. Dann haben wir noch was Besonderes. Ein bisschen zu spät für letztes Weihnachten, aber just in time, um das jetzt schon zu besorgen für nächstes Weihnachten. Dann habt ihr die Geschenke auch mal nicht erst zwei Tage vor Weihnachten. Wir haben die Cosmo Bowl Limited Christmas Edition. Schon hier in so einer Christmas-mäßigen Verpackung. Ich finde übrigens diese Verpackung von Cosmo Bowl eh sehr, sehr nice. Ich finde irgendwie diese, ich sag mal, Plastik-Pappbecher, aber also ich glaube nicht, dass man da actually Getränke reinfüllen könnte. Machen zumindest nicht den Eindruck auf mich, aber schon mal sehr cool. Und zwar, die sind sogar nummeriert. Ich muss erst checken, welche Nummer ich habe. 951 von 1000. Das ist an sich eine normale Cosmo Türkisch, aber noch mit so kleinen Weihnachtsmotiven da drauf. Auf jeden Fall ganz süß. Leider ein bisschen zu spät gekommen für letztes Weihnachten. Schade, dass das nicht geklappt hat. Und wie gesagt, an sich eine ganz normale Cosmo Türkisch. Wobei es mir fast so vorkommt, als wären die Löcher ein bisschen weiter in der Mitte. Können wir aber gleich nochmal vergleichen, weil wir haben da bestimmt noch ein paar Cosmos. Eine Türkisch Groot. Wir müssen die sortieren. Predator Shot. Türkisch Combo. Shot Dragon. Türkisch Dragon. Shot Mummy. Türkisch Groot. Türkisch Predator. Türkisch Classic. Türkisch Combo. Und Türkisch Classic nochmal. Also eigentlich haben wir nur Shot und Türkisch. Wenn die Deckel stimmen. Okay, wir gucken uns einmal alle an. Türkisch Dragon sieht so aus. Also erstmal, Türkisch ist natürlich die Form. Und Dragon beschreibt den Style, sage ich mal, von dem Kopf. Und so sieht der Dragon aus. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum Dragon. Vielleicht, weil das so Drachenschuppen, Drachenhautmäßig sein soll. Ja, aber guckt euch mal das Depot an. Das ist ja komplett anders, Digga. Guck mal. Also das hier ist der neue. Das hier ist meine alte Türkisch. Was ist denn dann mit dem Shot, Digga? Also entweder ist der Deckel falsch und das hier ist doch ein Shot. Aber im Vergleich zu meiner normalen Türkisch ist der ja... Also erstens ist er auch viel flacher, ne, von der Höhe. Aber auch das Depot ist bei dem, ich würde schätzen, der verbraucht bestimmt 3 bis 5 Gramm weniger als meine normale Türkisch. Und dann haben wir jetzt Shot Dragon. Ah, hä? Okay, die Form ist schon mal... Das hier ist der Shot. Das hier ist Türkisch. Ja, es gibt einen Unterschied, aber riesig ist er jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Shot, der hier, Türkisch, der hier. Aber was mir auffällt, die Türkisch, da haben sie auf jeden Fall ein Material gespart im Vergleich zu früher. Das hier ist die alte Cosmo Türkisch, die wir bis jetzt kannten. Und das hier ist die neue. Also erstmal sind das 25% weniger Material, würde ich schätzen. Aber wir können es ja überprüfen. Wir wiegen einmal die alte. Da sind wir bei 326, runden wir auf 327 Gramm. Und die neue 250 Gramm. Das ist schon krass. Und vom Depot, also, ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Sehr, sehr heftig. Das ist ein komplett anderer Kopf. Ich würde actually behaupten, in die Türkisch passt weniger Tabak rein als in den Shot. No joke, der Shot wird mehr verbrauchen als die Türkisch. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber mit dem Depot. Aber why Shot dann, frage ich mich. Vielleicht müssen wir sonst einfach gleich mal den Eugen anrufen. Ich schreibe dem mal, ob der Zeit zu telefonieren hat. Ich bin im Stream. Warum schreibe ich dir denn dann Eugen? Eugen, wollen wir gleich kurz telefonieren? Ruf mich an, ich erkläre es dir. Wir gucken, ich will mir jetzt erstmal alle in Ruhe angucken, Eugen. Und dann wäre das sehr geil, wenn du Zeit für ein Telefonat hast. Aber Groot vom Design her, sehr nice. Aber der ist jetzt wieder gefühlt doppelt so groß wie die anderen. Und Depot ist so ein Mittelding zwischen alter und neuer. So, Türkisch Klassik. Ja, ist halt ein Shot vom Depot mit der neuen Größe. Dann haben wir Türkisch Combo. Da sind beide Eimer, ne? Also du hast praktisch Predator und Dragon
auf einem. Oben das eine, unten das andere. Und oben sogar nochmal ein bisschen anders. Sieht auch nice aus. Da ist das Depot dann wieder komplett tief. Und dann haben wir noch Shot Predator. Ich bin sehr auf die, ich kann mich nur wiederholen, ich bin auf die Erklärung gespannt, Eugen, weil, wenn ihr das Depot seht, welcher ist der Shot? Rechts oder links? Man würde auf rechts tippen, aber es ist links, ja. Okay, letzter Kopf, den wir auspacken. Shot Mummy. Oh ja, oh, das ist auch ein schönes Design. Oh, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsdesign. Der hat einfach so ganz viele horizontale Striche drauf. Das sieht sehr nice aus, finde ich. Mag ich. Lassen wir dem Eugen alle Zeit der Welt, um zu kommen. Wir bauen jetzt erstmal so eine Turkish. Wir gehen wieder rüber zum Kopfbau. Shisha-Turbine an. Wir fangen an mit Master Space Flavor. Hab ich mega Bock drauf, seit wir am Sonntag hier Köpfchen mitgeraucht haben. Wird der sparsamste Mehrlochkopf, den ich jemals geraucht habe, I guess. So, dazu machen wir den Blackberries. Oh, ich glaube, das wird jetzt auch ein pures Köpfchen Must-Have. So, und wenn man auf Abstand rauchen wollen würde, dann ist das schon fast zu viel Tabak. Freunde, das sind literally exakt 10 Gramm Tabak. Und das ist, also mit einer Turkish würde ich normal auf mehr Abstand rauchen. Das ist fast randhoch gebaut. Ich glaube, du kannst jetzt actually die Turkish, wenn du willst, mit, weiß ich nicht, ich sag mal ab 7 Gramm oder so rauchen. Und da hängt sogar noch die Molasse. Vielleicht haben wir jetzt sogar noch 9,9, aber ich glaube nicht. Nee, das sind wirklich perfekt 10 Gramm. Passform Onmo HMD, ziemlich gut, I guess. Vielleicht so ein Millimeterchen drüber, aber das passt sehr, sehr gut. So, auf dem Shot. Boah, das ist perfekt. Auf der alten Cosmo... Oh, oh, Digga, nicht erwartet, dass das so schwer ist. Auf der alten Cosmo Türkisch hat er tatsächlich etwas mehr übergestanden als auf der neuen. Das ist absolut krank. 10 Gramm. Eugen. So, hörst du mich, mein Lieber? Grüß dich. Okay, schau, der große Gedanke, du hast schon so ein bisschen richtig angedeutet. Der große Gedanke war Verbrauch. Ja. Wir haben gemerkt, natürlich, sehr viele Leute wollen Cosmo türkisch rauchen, aber die Grammage, die originale Grammage, ist sehr groß. Also nach unseren Statistiken waren, ich weiß nicht, wie viel du ausgemessen hast, also wir haben die Türkisch Classic Bowl gehabt mit 22, die drin reingepasst hat, also an ja. Tabak. Ja. Und die heißen auch exklusiv Cosmo Bowl X New Tobacco. Also auf den Packung hast du jetzt auch unser Logo drauf und das, da ist auf der Packung, glaube ich, auch EU-Zeichen. Das ist gemacht ist extra für EU, aber ist natürlich für Deutschland gemacht, weil die nur in Deutschland haben wir jetzt diese Problematik mit 25 Gramm. Ja, ich zeige dir nochmal die Packung. Da haben wir die EU-Flagge und noch Cosmo und New. Also ich hoffe, ich habe geholfen. Ja, auf jeden Fall. Die Aufklärung war wichtig an der Stelle. Einen guten Rauch wünsche ich dir noch heute. Dankeschön. Abend. Dir auch, wenn du dir noch ein Köpfchen anmachst. Und Grüße an Hundi und vor allem auch an die Frau. Ja, super, danke. Danke dir. Bis bald, Eugen. Bis bald. Ciao, danke. Ciao. Ja, ja. Zusammenfassend nach dem Gespräch mit dem Eugen. New Tobacco hat mit Cosmo Bowl zusammen die neuen sparsamen Köpfe exklusiv gemacht. Und die sparsamen sind alle Turkish Bowls und heißen am Ende immer X New Tobacco. Das heißt, wenn ihr euch einen Kopf bei New Tobacco oder auch bei anderen Großhändlern, die die Köpfe dann bei New Tobacco einkaufen, holt und das X New Tobacco ist, bekommt ihr den neuen kleinen sparsameren Kopf. Es gibt auch noch die normalen und es gibt auch trotzdem immer noch den Shot. Das heißt, es gibt jetzt 8 verschiedene Modelle, 3 verschiedene Designs von dem Shot und 5 verschiedene Designs von der Turkish X New Tobacco, die in sparsam kommen. Und es gibt aber trotzdem immer noch die Killer Bowl Variante, die Future Bowl Variante und auch immer noch die große Turkish in Classic. Also ohne das X New Tobacco GmbH wäre es immer noch der größere Kopf mit dem tieferen Depot, größerem Depot. Wenn man das so jetzt gehört hat, macht das Sinn? Am Anfang fand ich es ein bisschen verwirrend und ich bleibe immer noch dabei. Ich fände es besser, wenn der hier einen neuen Namen bekommen hat. Weil das Cosmo Türkisch oder Cosmo Türkisch Classic X New Tobacco GmbH. Wenn ich jetzt irgendjemandem sage, Cosmo Türkisch finde ich am geilsten und der geht los und kauft sich den und vielleicht habe ich dann schon über den hier geredet mit dem sehr, sehr sparsamen Depot und er denkt, ja, Cosmo Türkisch, das hat Marv gesagt, den soll ich holen. Und dann kriegt er aber den alten, wo einfach doppelt so viel Tabak reingeht, dann ist das schon krass. Gut, wir haben jetzt den Kopf mit den 10 Gramm gebaut. Aktuell raucht er auch wunderbar. Ich habe 2 Kohlen drin, eine auf Kipp. Rauchentwicklung ist aktuell so. Und der läuft jetzt ungefähr eine Viertelstunde. Und dann schauen wir mal, wie lange der geht. Und dann gibt es ein erstes kleines Mini-Fazit zum ersten Ründchen mit 10 Gramm Must-Age im neuen Cosmo Türkisch Classic X New Tobacco.
Wir haben mittlerweile 20.44 Uhr und ungefähr um 19.45 Uhr habe ich das Köpfchen angeraucht. Das heißt, der ist jetzt eine Stunde an und ich muss sagen, jetzt innerhalb der letzten 5 bis 10 Minuten hat man relativ schnell gemerkt, wie der Geschmack abfällt. Rauch ist immer noch nice, aber beim Geschmack merke ich, dass da nicht mehr so viel am Start ist. Was dafür spricht, dass wir den Tabak zwar gut aufrauchen, aber halt eben nicht über eine Stunde dann rauchen können. Also das ist der Punkt, wo ich in den nächsten 5 Minuten wahrscheinlich aufhören würde zu rauchen. Aber Pi mal Daumen, eine Stunde rauchen mit 10 Gramm, das ist auf jeden Fall schön sparsam. Und dann bekommen wir aus 2 25 Gramm Dosen 5 Köpfe raus. Oder aus einer halt 2,5. Und das ist schon nice. Und nachdem das erste Köpfchen in der Cosmo Türkisch X New durch ist, machen wir uns jetzt das nächste Köpfchen noch in der Cosmo Mixology Bowl. Da gibt es jetzt auch noch einen kleinen Ersteindruck. Anfangen werden wir mit dem Nash, dem Exotic Fruit, also dem Lychee-Tabak von Nash. Und dann machen wir hier mal exakt 25% von dem Nash rein. Jetzt ist die Frage, baue ich die trotzdem aneinander oder bauen wir da so Airflow-Dinger rein? Aber Airflow-Dinger finde ich eigentlich nicht gut. So, dann machen wir Pina Rings. Dann haben wir also Lychee und Ananas. So, davon auch 25%. Dann kann man so... Naja, gut, so genau wird man es nicht hinkriegen. Was machen wir noch rein? Kiwi-Smoothie. Ich habe Bock auf Kiwi-Smoothie. So, wir sind bei 10,6 Gramm. Okay, die haben gesagt 15 bis 20 Gramm verbraucht er. Bis jetzt wären wir auf einem höheren Kurs. Aber gut, vielleicht bauen die auch die über die Plömpel da nicht so viel. Und ich würde da schon Tabak drüber machen, weil man, wie gesagt, sonst ein bisschen viel Luft zieht, I guess. So, Kiwi-Smoothie. Es sind immer relativ genau 5 Gramm pro Fach. Vielleicht mal wieder Classic Traube Minze, fuck your life. Marvin raucht einen Funnel und ein Virginia. Also gut, so richtig Virginia ist es ja auch nicht, aber zumindest kein Dark Blend. So. Das ist noch der Fuck Your Life Traubeminze. Da ich ja aktuell weder viel Traube rauche, noch viel Virginia rauche, leert sich mein Vorrat von dem auch gar nicht so krass. So, dann nochmal eine kleine Gabel. Ja, also es sind wirklich pro Fach, wenn du Vollkontakt rauchst, so Pi mal Daumen, 5 Gramm. Und dann unser klassisches Spiel, Rand außen ein bisschen aufräumen. Also ich würde da einfach drüber bauen. Ansonsten hast du ja mega die Airflow-Schlitze. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Köpfchen ist fertig, wir haben drinne 20,8 Gramm. Wir sind aber auch knapp über den Rand. Also ich würde auch sagen, das ist so das meiste, was man noch normal mit dem Kopf rauchen kann. Von daher würde ich sagen, die Beschreibung passt da mit den 15 bis 20 Gramm ganz gut, weil das wird wahrscheinlich eher so das obere Limit sein von dem, was man in den Kopf machen würde. So, der Funnel lief jetzt auch nochmal gut. Ein Stündchen, anderthalb Stündchen, Pi mal Daumen. Der läuft okay. Der läuft gut, der läuft aber bei Weitem nicht so krass wie ein Popo, ein Lowload, ein Vandenberg. Also da gibt es auf jeden Fall bessere Funnel. Wenn ihr das ultra funny findet, dass der 4 so Kammern hat und zum Mixen geil ist, dann kann man das machen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nichts Beeindruckendes. Ne? Rauch, ja, der war jetzt relativ kalt. Wir haben ein bisschen Elden Ring dabei gespielt im Stream. Schaut da gerne mal rein. Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr. Ab 21 Uhr dann meistens Gaming, Rauchentwicklung. Ja, wie gesagt, der ist jetzt langsam... bisschen kalt. Ja, aber ist nichts Beeindruckendes. Der Funnel ist auch nichts Schlechtes. Ist okay. Zusammenfassend, das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben es ja jetzt zum Glück auseinandergenommen, aber dann haben wir einfach mehr Auswahl. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Köpfe. Einmal den Shot, einmal die Turkish New, die halt schön sparsam sind. Und von dem Shot gibt es 3 verschiedene Designs. Von der Turkish gibt es 5 verschiedene Designs in der X New Tobacco Variante. Und das heißt, insgesamt haben wir 8 verschiedene Köpfe, die wir uns auswählen können, die ein schönes, sparsames Depot haben. Ersetzen tut dieser Kopf die normale Cosmo Turkish nicht. Ist halt die Frage, ob die wirklich noch so viele Leute wollen, wenn da 22 Gramm rein müssen, anstatt ungefähr 10 wie in die neue. Wir werden den auf jeden Fall noch weiter testen. Das ist kein Review. Das ist nur mein erster Eindruck nach einem Köpfchen. Das kann sich noch ändern. Und dann schauen wir mal, wie das Ding so performen wird in Zukunft.